In den Reihen der FDP herrscht Unruhe. Zahlreiche Basispolitiker hatten zuletzt den Austritt aus der Ampelkoalition gefordert. Angesichts der sinkenden Popularität der FDP und dem Verlust von Landtagswahlen scheint die Partei ihre Haltung in der Migrationsdebatte zu verschärfen. Zudem schlug Wolfgang Kubicki eine Zuzugsgrenze für Ausländer in Brennpunktstadtteilen vor. Die Debatte über die Ausrichtung der FDP wird innerhalb der Partei kontrovers geführt. Während einige Mitglieder eine härtere Haltung in der Migrationspolitik begrüßen, gibt es auch Widerstand. Nadine Zayer, Vorsitzende der Jungen Liberalen in Niedersachsen, äußerte ihre Sorge, dass manche Forderungen nicht mit dem Weltbild der Partei übereinstimmen und befürchtet, dass die Partei ihren Ruf als Aufsteigerpartei verspielt. Der zukünftige Kurs der FDP bleibt ungewiss.